Ja, die Metropolregion hat mir einen wunderbaren Preis verliehen, eine Auszeichnung, auf die ich sehr stolz bin, auf die Ansbach stolz sein kann. Und sie hat mir eine künstlerische Heimat gegeben und eine Region, deren Geschichten ich gerne erzähle. Es sagt ja schon der Name Europäische Metropolregion Nürnberg. Also der Bezug zu Europa ist natürlich für eine Hochschule wie die unsere in Amberg-Weiden ein deutlich vernehmbarerer als vorher. Metropolregion, eigentlich ein Widerspruch in sich. Aber ich denke, dass gerade die Metropolregion Nürnberg das wunderbar und demokratisch löst, dass sowohl die Metropole Nürnberg als auch die Gebietskörperschaften, die Hochschulen, die Einrichtungen, die Firmen drumherum in der Metropolregion gut zur Geltung kommen. Das heißt, vieles, was bei uns vielleicht vorher in regionalen Bezügen stattgefunden hat, können wir jetzt, vierter Wortbestandteil, über Nürnberg, über eine eigene Marke, über eine weltweit bekannte und sympathische Marke Nürnberg verkaufen. Das heißt, es ist uns, denke ich, gelungen als Hochschule Amberg-Weiden, dass wir in einer Zeit globaler Entscheidungen, globaler Handlungen Knotenpunkte verspüren und aufbauen konnten. Knotenpunkte, die ein Netzwerk immer engmaschiger werden lassen. Das heißt, dass wir über Nürnberg und über andere Städte und Gebietskörperschaften das, was wir können, wissen, wollen, natürlich ja auf breitere Basis stellen können. Wir lernen von anderen, wir tauschen uns untereinander aus. Wissenschaft lebt vom Networking. Und da passt natürlich eine Metropolregion wie die Europäische Metropolregion Nürnberg ganz gut in das Konzept einer jungen, dynamischen Hochschule, die viele ihrer Ziele erreicht hat, aber die trotzdem immer noch auf einem kräftigen Expansionskurs in Bayern, Deutschland und Europa ist. Unserem Unternehmen und auch mir ganz persönlich hat die Metropolregion sehr viel gebracht. Wir sind enorm größer geworden, wir bündeln unsere Kräfte. Nicht die Kleinräumigkeit ist Trumpf, sondern eine riesige zusammenhängende Region mit unglaublich vielen Facetten. Und das wirkt nach außen, insbesondere auf die internationale Kundschaft. Es ist gelungen, die Metropolregion Nürnberg national und international auf die Landkarte zu bringen, einen Lichtpunkt auf die Weltkarte zu setzen. Ich glaube, in diesen 5 Jahren ist die Region zusammengewachsen wie nie zuvor. Zusammengewachsen im doppelten Sinne des Wortes. Einmal zusammengewachsen durch stärkere Integration, aber auch zusammengewachsen im Sinne gemeinsamer Entwicklung, gemeinsamen Wachstums, gemeinsamen Fortschritts. Und das ist heute für eine Region sehr wichtig, denn es hat neue Energien freigesetzt, Synergien, wenn ich es so ausdrücken darf. Es hat geholfen, bestehende Stärken zu stärken und neue Stärken zu entwickeln. Nehmen Sie als Beispiel nur die Gremien der Region, der Metropolregion. Über 300 Unternehmen, Kulturexperten, Fachleute für Tourismus und Marketing sowie Wissenschaftler aus allen Teilregionen arbeiten heute in diesen Gremien zusammen. Das macht die Region schlagkräftiger als früher. Das hilft ihr, sich zu positionieren, sowohl auf den deutschen Markt als auch auf den europäischen Märkten und weltweit. Und eine solche Positionierung ist im globalen Wettbewerb ungeheuer wichtig. Noch in einem anderen Punkt ist die Region aus meiner Sicht und aus europäischer Sicht geradezu eine Modellregion. Und das ist die Stadt-Land-Partnerschaft. Nicht im Sinne einer Dominanz, sondern im Sinne einer echten Partnerschaft. Natürlich müssen die Städte und Kommunen in der Metropolregion ihre eigenen Stärken erkennen und entwickeln. Aber sie tun dies gemeinsam, in enger Vernetzung, im Austausch miteinander, können voneinander aus Erfahrungen lernen, gemeinsame Ideen entwickeln. Und das macht die Region stark. Und zugleich präsentiert sich die Metropolregion Nürnberg nach außen als die eine Metropolregion. Auch das ist ein Punkt, der ungeheuer wichtig ist heute, wenn es darum geht, als Standort, sich als Standort für Investitionen weltweit, europaweit zu bewerben. Ein wichtiger Punkt also. Wenn ich es speziell noch aus europäischer Sicht mir einmal ansehen darf, dann denke ich an den Lissabon-Vertrag. Dort ist ausdrücklich jetzt das Ziel des territorialen Zusammenhaltes festgelegt worden. Und ich glaube, die Metropolregion mit ihrer Stadt-Land-Partnerschaft ist in der Tat ein ausgezeichnetes Beispiel, wie territoriale
Kohäsion, territorialer Zusammenhalt entwickelt werden kann. Die Metropolregion Nürnberg ist sicherlich unter den 11 Metropolregionen eine der aktivsten und auch eine der erfolgreichsten, die auch mit dem Label Metropolregion schon vieles bewirkt hat. Mich beeindrucken viele Projekte, die die Metropolregion angestoßen hat, vom demografischen Wandel hin bis zu dem Thema Energie- und Klimaschutz, das Einbringen in die Donaustrategie, viele, viele Dinge, regionale Wertschöpfungsketten, ein Alleinstellungsmerkmal der Metropolregion Nürnberg. Ich glaube, die Region ist gut aus den Stadtlöchern gekommen und da hat einen guten Lauf aufgenommen. Die Metropolregionen, die einen starken Namen in ihrem eigenen Namen tragen, haben einen hohen Wiedererkennungswert, wie München, Hamburg, Frankfurt, natürlich auch Nürnberg, die den Namen einer Stadt im Namen trägt. Da tun sich Regionen wie Rhein-Neckar etwas schwerer, die nicht über einen einzelnen Namen kommen. Aber wenn man es klug anstellt, schaffen sie auch einen hohen Bekanntheitsgrad. Wir in der Metropolregion Rhein-Neckar haben es geschafft, dass in den ersten 5 Jahren 80% der Bevölkerung den Namen Metropolregion Rhein-Neckar kennen. Wir wissen, dass noch nicht alle etwas mit den Inhalten der Metropolregion anfangen können. Aber es lohnt sich auch, die Bürger mitzunehmen, weil es geht nur um über Identifikation und Kenntnis der Region, damit auch Bürgerinnen und Bürger den Mehrwert erkennen, den regionale Zusammenarbeit bringt.